Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspieler und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. I'd be glad to. Ja, ich wollte mich jetzt hier mit dieser Räuberbande anlegen. Ein bunt zusammengewürfelter Haufen steht an der Kreuzung. Auf dem ersten Blick scheint die Person an der Spitze der Gruppe mehr Monster zu sein als Mann. Zwei große gewundene Hörner ragen aus den Seiten seines Schilds heraus und bilden einen harten Panzer, der gefleckt ist wie Korallen. In der Mitte teilt sich dieser seltsame Panzer und zeigt die aschgraue Haut eines Männergesichts über der Nase verdeckt. Die Hörner könnten aussehen wie ein einfacher Helm, würde man nicht an mehreren Stellen nicht sagen können, wo das Fleisch endet und der Knochen beginnt. Vom Hals abwärts aber ist die Gestalt einem Anschein nach ein menschlicher Mann in eine feine Rüstung gekleidet, welche denselben dunklen Farbton hat wie seine Gesichtszüge. Der Mann lächelt, er hat lange weiße Zähne, von denen das Zahnfleisch sich zurückgezogen hat. Trotz seiner maskierten Augen blickt er zielsicher in deine Richtung. Sei gegrüßt, Reisende. Er lacht leise, genießt du die frische Luft? Wir, er deutet auf die Männer und Frauen hinter sich, tun das Gleiche. Wer bist du? Ich bin Gramfeld, zuletzt wohnhaft auf idyllischem Boden und dies, er deutet mit einer ausladenden Geste auf seine Kameraden, sind meine fröhlichen Gefährten. Grüß dich so, Friska, du machst dir Angst. Was tust du hier draußen? Um zu sehen, was Weitwind vollbracht hat, er schnaubt, oder um den Namen des wahren Architekten zu finden. Tausende von Seen in die Welt hinausgeworfen, aber nur im Dürrwald. In Edir verlocken Mütter und Väter unverhindert ob ihrer Belger. Und auf der anderen Seite des Meeres weinen sie. Das wäre eines Liedes würdig. Du bist also ebenfalls gelehrt, hast so viel in Erfahrung bringen können. Vielleicht können wir Geschichten austauschen und... Kramfatet lacht. Wohl eher nicht. Ich habe einige Zeit unter den Sängern verbracht. Behalte deine Lieder für dich am Mauer. Mein Lobgesang geht allein Berat und er handelt vom Tod. Du hast zu viel Leben in dir. Ich wandelte eine Zeit durch Rauhtheit, zu Zeiten der Flut der Verliebten und sah, welches Chaos sie verursachten. Aber das ist eine wahre Katastrophe. Eine Zeit der Zerstörung, die ich mit eigenen Augen beobachten will. Diese Unwetter und Krankheiten verblassen dagegen. Hast du Fortschritte gemacht? Was, bei der Suche nach einer Heilung? Er kichert, ich suche keine Lösung, nur ein Verständnis. Und darin, ja, glaube ich, habe ich es ergründet. Man muss sie nur ansehen, diese sich windenden leeren Dinger, die Säuglinge ins Meer geworfen oder in der Wildnis ausgesetzt. Kampfel lacht. All diese Experimente der Beseeler, ich habe meine Antwort bereits gefunden. Auch wenn die trauernden Mütter und Väter das vielleicht nicht haben. Was habt ihr erfahren? Wenn wir Körper von Seele trennen, sehen wir die Wahrheit, dass das Gehirn nicht der Verstand ist, sondern nur ein vorübergehender Aufbewahrungsort. Das, was das Fleisch nährt, ist ganz eigenständig von dem, was ein Leben nährt. Wenn es die Seele ist, die das Leben bestimmt, dann ist der Tod nicht die Klinge durch das Herz oder das Gift im Wein. Es ist die Zerschlagung einer Seele, die Zerstörung einer Seele, ja, die Abwesenheit einer Seele. Diese Hohlgeburten, wir werden dem wahren Tod nie näher kommen als durch sie. Ich frage mich nur, ob das der Höhepunkt von Berats Werk ist oder eine Flucht davor. Ihr scheint recht gut bewaffnet für Gelehrte. Ah. Aber wir sind keine Schreiber oder werdende Priester, sondern Gelehrte des Todes. Wo kann man den Tod besser studieren als auf der Straße? Er lacht. Diese Wege sind nicht sehr sicher. Beispielsweise habe ich vernommen, dass es eine gewisse Gruppe gibt, bestehend aus fähigen und hübschen Personen, die je nach dem finanziellen Wohlstand vom Fremden diese armen Teufel von der Nase bis zum Nabel aufschlitzen und sie dadurch ins nächste Leben schicken. Unser Gespräch ist beendet. Töte sie langsam. Ich will sehen, wie sie das Licht verlässt. Spurenleser, widerspenstiger Priester, Armbrustschütze, Söldnerin. Gramfelder Wanderer. Also der Priester muss erstmal ein bisschen drangsaliert werden. How may I help? Okay. Seelenräuberin klingt aber auch nicht schön. Also machen wir die auch mal ein bisschen weg.
Du hilfst mal Ituma. So, jetzt bleibt nur noch die Söldnerin. Gut. Als du zum letzten Hieb ansetzt, hebt Krampf in die Hand. Warte, warte, du hast gewonnen. Gnade, Reisende, ich flehe dich an. Also gut, du wirst einige Zeit im Verlies von Ketnua verbringen. Krampf verzieht das Gesicht, wie du wünschst. So, wir haben unseren ersten Gefangenen. Juhu. I'm here. Eine gute Armbrust. Ein guter Plattenpanzer, gute Streitaxt. I'd be glad to. Guter Streitflegel, gut. Wir haben noch keine Kopfgelder, also wird der andere Typ hier am Adrastein noch nicht existieren. So, jetzt kommt das wahre Etwas. Ups, da hat es gescrollt, weil ich am Rand war, während dem Speichern. Die Sache mit Redrick und Kolz. Die Sache ist die. In meinem ersten Playthrough, also als das Spiel neu rauskam und alles, habe ich Redrick getötet. Dann ist ja Redrick als Vampir zurückgekommen und ich habe ihn nochmal getötet. Was ein verdammt schwieriger Kampf war. Okay, ich habe auch auf schwer gespielt. Das Ende war aber ziemlich meh. Weil dadurch, dass Redrick und Kolz tot waren, ist Goldtal komplett vor die Hunde gegangen. Das war ja auch der Grund, warum ich jetzt in diesem Playthrough den Apparat in Erbhügel in die Luft gejagt habe. Das letzte Mal habe ich ihn nur ausgeschalten und die haben ihn wieder angeschalten und der Scheiß ist von vorne losgegangen. Zerstören war das einzig andere Sinnvolle in dem Fall. Ah. So. Das heißt, wenn ich jetzt Kolz töte, kommt Redrick vielleicht zur Vernunft. Und die ganze Scheiße hört auf. Da würde der vielleicht nicht ganz so dafür sein, aber ich will es einfach versuchen. Ich will erstmal gucken, was genau nochmal passiert, wenn wir Kolz töten. Also was für Auswirkungen das auf unsere Reputation hat. Ah, die hilfsbereite Fremde. Bevor du so gekommen bist, hast du Neuigkeiten für uns? Kolz rutscht die Stirn. Merkwürdig, ich habe noch nichts aus der Burg gehört. Hattest du Erfolg? Ist Redrick tot? Du hast mich angelogen. Dich angelogen? Wie habe ich dich getäuscht? Das kennen wir alles schon. Na gut, ich werde in Redricks Kopf zurückkehren, ja. So, jetzt will ich erstmal mit Jacko reden. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten aus der Festung? Du solltest diesen Ort verlassen. Du möchtest nicht auf das warten, was uns bevorsteht. Was? Jackwells Lächeln verschwindet. Er schaut Kolsk an, der gerade mit einem seiner Männer spricht. Jacko senkt seine Stimme. Was hast du getan? Hör auf mit der Fragerei und beweg dich. Wir haben keine Zeit dafür. Wenn du nicht selbst gehst, werde ich dich hinauswerfen. Was ich tun musste. Bitte geh einfach. Du musst hier nicht sterben. Jacko starrt dich plötzlich mit eigenen Augen an. Er schüttelt den Kopf. Er ist langsam dann plötzlich Entschlossenheit. Nein, nein, ich werde nicht zulassen, dass du das tust. Kolz, sie ist zurückgekommen. Redrick hat sie geschickt. Es ist nicht so, wie es aussieht. Kamerad zu den Waffen. Unter uns befindet sich eine Verräterin. Das hat, glaube ich, jetzt noch keine Auswirkungen gehabt. Ich bin noch groß. Ich bin noch Meister in Goldtal und Held in Trutzbucht. Es müsste aber eigentlich eine Möglichkeit geben, Jacko da rauszukriegen.
Soweit ich weiß. I'd be glad to. Wenn du dich selbst gehst, werde ich dich hinauswerfen. Jacko gaff dich trotzdem auch einen Augenblick an. Letztendlich geht er aber durch einen Schritt nach vorne, dann dir vorbei. Mit gesenktem Kopf geht er zur Tür. Ein bisschen zu schnell, aber Cole schaut nur kurz auf und lässt ihn dann vorbei. Ja, so haben wir wenigstens Jacko gerettet. Ja, gibt es noch etwas? Ich habe meine Wahl getroffen. Verteidige dich. Cols Gesichtsausdruck wird kalt. Ich verstehe. Ich bedauere, dass ich dich nicht überzeugen konnte. Ich hatte gehofft, dass die vergiftete Zunge dieser Schlange keinen weiteren Namen mehr fordern würde, aber ich hatte Unrecht. Es wird meiner nicht so einfach erledigen können, und wenn ich mit ganz Goldtal im Rücken auf die Festung marschieren muss, ich werde dafür sorgen, dass er für seine Taten bezahlen muss. Du bist lediglich der erste seiner Verbündeten, der fällt. So, das sollte jetzt, glaube ich. Oder lebt Kolz? Kolz lebt noch. Goldtal hat sich verschlechtert, sehr. Okay. Okay, ich bin noch extrem gut. Dann gehen wir jetzt mal zur Rädrig und gucken, was uns das gebracht hat. Es fühlt sich eigentlich falsch an. Es fühlt sich falsch an, aber die Sache ist die, ich kenne das andere Ende. Wobei das andere Ende eigentlich wirklich das Beste ist, wenn Goldtal in Vergessenheit gerät. Ich weiß halt auch ehrlich nicht, ob es das Richtige ist, einen Fürsten zu töten. Wir können ja zu diesem Zwecke nochmal mit dem Berat-Priester hier reden. Das ist nämlich auch, soweit ich weiß, derjenige, der, der Redrick wieder zurückbringen würde. So, Bibliothek wäre abgeschlossen. Ringmauern brauchen wir jetzt. Damit wäre das alles abgeschlossen. Handwerkshalle und so, das baue ich alles zum Schluss. Waldlandpfade sind fertig. Dann kommt jetzt mal die Försterhütte. Also ja, bevor ich mit Redrick überhaupt rede.
Was sagt eigentlich Fürst eines Ödlands jetzt? Ich habe Kolster erschlagen und damit die größte Bedrohung für Fürst Redrings Herrschaft eliminiert. Redrick hat mir bei meiner Rückkehr eine Belohnung versprochen, sollte ich Erfolg haben. Weil das ist echt die Frage, ob nicht er hier auch nur ein. Also Detman auch nicht auch nur ein Fanatiker ist. Wer ist da? Komm näher. Okay, der hat uns nicht mal mehr was zu sagen.